Ja, Leute, es geht weiter mit Anime-Duellen und heute haben wir My Valentine gegen Bandit Keys. Zwei Charaktere, die sehr auf Beatdown sind, heißt, es wird auf jeden Fall ein Clash. An sich würde ich sagen, dass My ein bisschen die Nase vorn hat, aber beide spielen Equip Spells, heißt, das Ganze wird doch ein bisschen spannend. Natürlich wie immer zusammen mit CK Phoenix und das Ganze wie immer ein Match, also ein Best of Three. Schaut auch bei den Guten vorbei, auch am Ende verlinkt. Ihr kennt das Ganze und jetzt springen wir zum Deck. Ja, bei Mai ist natürlich so, dass wir hier nicht so viele Monster haben. Das ist so eine kleine Schwäche des Decks, aber die wir haben sind ziemlich stark. Wir haben 1-8, 1-8, okay, mit einem Tribut ist nicht so gut, aber 2000, 1-8, 1-8, 1-8. 1-5 mit gutem Effekt, 1-5 mit gutem Effekt, 1-5 mit soliden Effekt, 1-9, 1-9, 1-9 und 2000. Ja, es ist quasi ein Brick, aber wenn wir ihn schaffen zu rufen, auch sehr stark. Und dann haben wir zusätzlich natürlich vornehmen Egotist, der sehr, sehr gut ist, gerade in Kombination natürlich mit den Harpien. Dann zweimal Zauber Fallen Gun Removal, was ziemlich nice ist. Dann Power Spells, also na gut, ne, Flader ist auch eine Power Spell, aber ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir Topf der Gier, Ehrung an die Verdammten und hier auch noch Fluchzerstörer, ehemals zusätzliche Zerstörung. Dann haben wir zoonische Zauberwirkung, ja, passt jetzt nicht so gut, aber wir haben nicht so viele Möglichkeiten und Karten, die wir spielen können. Und wir könnten sie abwerfen für Zauberreproduktion, die unglaublich stark ist, gerade eben mit unseren Power Spells. Dann haben wir natürlich Karten der Heiligkeit, ist immer so eine Notkarte, wenn wir nichts mehr haben, komm, ziehen was Gutes rein. Ja, Harpyen Phoenix Formation kann mal kommen und wenn sie kommt, natürlich sehr stark. Dann Equip, 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 haben wir schon gesagt, zweimal Sieges Eurykalkus, wie gesagt, zum Boosten, MST, Augenschatten, ja, wir haben halt nicht so viele Karten, genauso wie die amazonische Karten. Dann Harpyens Federsturm, unglaublich starke Karte, brauchen wir nicht drüber reden. Dann Fallenfalle zum Auffallen und dann haben wir natürlich noch Spiegelwand, unsere sehr mächtige Fallenkarte, genauso wie Schwerkraftbindung. Das sind beide Karten, wovor der Gegner Angst haben wird. Bedeutet also, wir haben hier einiges, wir haben gute Angriffskraft, aber können eben auch ein bisschen auffallen oder dann beziehungsweise dann auch eben zerstören, wie zum Beispiel durch Ehrung an die Verdammten. Ein solides Deck, definitiv, was aber natürlich sehr aggressiv ist. Und dementsprechend schauen wir uns jetzt natürlich das Duell an. Dann wollen wir mal sehen, was die Zukunft bringt. Selbstverständlich. Yep. Zwei Königreich der Duellanten, Endrundenteilnehmer. Stimmt. Ja, aber ich lache mir hier ins Fäustchen. Also hier... Meinst er in die Harpienkralle? Ja gut, jetzt sieht leider nur einen Umhang hier. Aber ja. So, was haben wir denn hier? Wir fangen aber, ich sag mal, untypisch an. Oh Gott, ey, ich hab vergessen, wie schlecht die Karten sie spielt. Ja gut, komm, wir fangen jetzt hier erstmal an mit einem Monster. Oh, die ist gar nicht schlecht. Die ist richtig gut, nimmst du. Also okay. Richtig, richtig gut. Also Joey hat, ich meine, Yugi hat richtig, richtig gute Karten, aber das ist trotzdem gut. Okay, du, da bin ich erstmal ganz vorsichtig hier unterwegs. Oh, aber sehr vorsichtig, würde ich sagen. Und dann dürfen sie auch schon. Was spielst du, was Defense angeht? Oh, lol. Ja, komm, wir riskieren es einfach, ne? Also, wir machen da einfach kurz einen Prozess draus. Morphokrug Nummer 2! Aber nur du darfst. Wie unwahrscheinlich! Einfach exakt das Gleiche! Ey, ich wollte die einfach nur loswerden! Nein, das passiert doch nicht. Das geht gar nicht. Ja, die Chance ist irgendwie... 1 zu 34, weißt du, ich bin schon auf Aufgeben aus Versehen. Oh, sehr schön. Nein, ey, das passiert doch nicht, das geht doch gar nicht. Ah, doch, das geht, das machen wir ja auch kurz im Prozess. Ey! So ein Ding ist das, was haben wir denn da? Oh, Ring der Zisch, du wirst sie unbedingt loswerden, ne, aber ich lass das nicht zu. Ich habe zwei Wege, die zu outen und dann hast du MST und einfach... Nein, also... Guck mal, ist sie nicht schön? Battleface. Ach, halt's Maul. Nein, das ist ja... Was soll das denn? Oh, schön, 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 schön. Ja, und da bist du. Ja, ey. Ich gewinne mit dir, nur mit dir. Ich brauch nichts anderes. Ich zieh auch kein Monster, kein anderes. Ja, wenn du mir so kommst, rufe ich meinen mechanischen Jäger. Oh, sehr starke Entscheidung, aber ich hab dir gesagt, sie bleibt liegen. Und ich rüste meinen mechanischen Jäger mit Maschinenumwandlung aus. Jetzt übertreibst du ein bisschen, oder? Fändest du nicht auch? Dann bist du.
Ja. Du bist mir ein kleiner Schlawiner da hinten, ne? Warum denn? Du weißt genau, was mir da liegt, ne? Du bist so ein Schlawiner. Ich hab da eine Spiegelwand hinten. So, jetzt machen wir hier aber kurz einen Prozess. Du hast, ich hab lang genug mit dir gespielt. Weg mit da. Jeder Wisch auf 300 ATK Boost. Also wenn du jetzt ein 1-9er Monster hast, okay. Eins? Ja. Was ist los? Boom. Kann eigentlich einmal irgendwas für mich laufen? Irgendwann? Ey, du bist Bennett Keys. Für den läuft leider nichts gut. So. Ey, Junge. Vor allem, ich muss das so dumm spielen wegen dieser Kack-Kettenmeisterin. Ich weiß, weil die sonst Monster aus der Hand genommen hätte. Ey, Junge. Ja, komm, was zieh. Ich kann ja nicht mal was Gutes ziehen. Hey, okay. Der Verwandlungsgriff ist schon 10 von 10. Ich rufe mechanischer Jäger ja. Und ich rüste ihn aus mit 7 komplett. Das ist sogar gut. Ja, der kriegt 700 ATK. Der Angreifen würde ich an deiner Stelle nicht machen. Tut mir so leid. Was hast du jetzt noch? Du hast nicht noch einen zweiten Flederwisch. Oh, es geht nicht! Nein! Okay. Aber ich habe einfach. Ich kann nicht so lange nicht. Oh nein. Ja, ich habe keinen Flederwisch gezogen. Ja. Aber, falls du eine Zauberkarte kontrollierst, ist sie tot. Ja, also es tut mir ein bisschen leid. Was? Ich kann ihn zurückholen, aber du hast ja noch eine Vogeldame da. Ach, Glück gehabt. Ich dachte schon. Du warst so still. Ich dachte die ganze Zeit, da passiert jetzt irgendwas Krasses. Oder du bist einfach Rage-Quit. Ich hab dir gesagt, meine amazonische Kettenmeisterin bleibt bis zum Ende auf dem Spielfeld. Ey, komm, das, nein. In keiner Welt. Und ich hab, ja, ich hab drei dicke Maschinen. Oder eine ist nicht mal eine Maschine, ich kann nichts rufen. So, hier, bitteschön. Ey, Junge. Das hätte halt alles geändert, ne? Ja, ich weiß. Ey. Hätte so. So. Und jetzt müssen wir noch flexen, denn mein Baby muss aufs Spielfeld. Mein Spielzeug. Hat nicht mal eine Animation. Ja. Und wer hätte es gedacht, am Ende selbstverständlich die zwei letzten Charaktere treffen aufeinander. Big Five vs. Marek. Ja, wenn das nicht mal wieder ein Duell ist. Zwei Bösewichte. Man muss sehen natürlich, wer hier die Nase vorn haben wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Was auf jeden Fall noch nicht vorbei ist, ist das Match von heute. Denn, falls ihr wissen wollt, wer gewonnen hat, schaut wie gesagt am Ende bei Phoenix vorbei. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und natürlich für immer viel Spaß beim Duellieren.